Ja, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, es wird mal wieder Zeit für Dags ironisches Kochstudio. Und ihr seht schon, heute gibt es Wahlessen. Ich habe die Wahl zwischen Essigs oder Essig nicht. Ich habe mich fürs Essen entschieden und wie ihr raten könnt, gibt's heute wieder 4 Steaks, aber das wird ja sonst langweilig. Na, ihr kennt das ja schon, also wie ich jetzt Steaks bräute. Muss ich euch nicht erklären, und zwar gibt es heute 3-Gänge-Menü. Und zwar haben wir, eigentlich 2-Gänge-Menü, die Hauptspeise. Dann gibt es auch noch was dazu heute. Mal gucken, wie die sind. Ich habe die ja schon aus dem Aldi mal getestet, die schmecken gut. Die sind aus dem Netto, mal schauen. So, und Nachtisch, ein kleiner Fertschersalat. So, okay. Ich würde sagen, ich packe den ganzen Plattdatsch jetzt mal so ein bisschen hier so zusammen. Und ja, wie gesagt, wie man ein Steak brät, muss ich euch nicht mehr erklären, mit Butter anbraten, weil das besser nicht mit Öl, das ist eklig. Und aber, ja, jetzt müsst ihr aufpassen. Die Steaks, ja, gehen schneller als die Dinger da unten. Ich habe mal 7 gemacht, 7 ist eine gute Zahl. Und ja, hier steht nämlich drauf, ich nehme Umluft. 108 Grad und da steht nämlich drauf, dass die Dinger bis zu 18 Minuten brauchen im Herd. Also müssen die Dinger da unten wieder zuerst gemacht werden und dann die Steaks rein. Ja, das ist soweit zubereitet, Salat ist vermanscht und so sehen jetzt die Steaks aus. Ich bin mal gespannt, wie die aussehen, wenn die dann fertig sind. Und ich sage, der Herd ist laut. Gucken wir mal. Da ist ein bisschen weit oben drin, aber da wird schneller fertig. Und ja, dann sehen wir uns aber wieder, wenn das Zeug fertig ist. Wie ihr seht, es ist fertig. Das müsste für mich reichen. Ja, gut, dann mache ich dann noch ein schönes Bildchen, wie das dann nochmal schön aussieht. Und ja, hier ist noch schön Eiweiß vom Dings übrig. Die Steaks sind ja etwas eingelaufen, aber ja, wie wir wissen, die Kartoffeldinger, die sind mit Meerkräuter-Dings gefüllt. Deswegen muss man aufpassen, die platzen ja gut. Also die von Aldi sind besser mit der einfachen Füllung. Aber wir werden mal sehen, wie die schmecken. Das schreibe ich euch dann noch dazu. Ja, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Danke an alle Abonnenten. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.